Unser DVD-Tipp heute, da steht der Hugo Cabré in 3D. Der neue Film, der letzte Film von Martin Scorsese und damit auch der neue Film von Martin Scorsese, nominiert für 11 Oscars und Gewinner von satten 5 Oscars. Ach, würde auch schon einer reichen. Ja. Aber wofür es denn unter anderem gegeben hat, das sieht man, glaube ich, jetzt sogar schon im Trailer. Denn die Art Direction dieses Films, die ist echt schon der ist geil. Hammer. Der Hammer. Was ist das? Er ist eine Aufziehfigur. Wie eine Musikbox. Wer hat ihn gebaut? Ich nehme an, ein Magier. Siehst du das? Ein Schlüsselloch in der Form eines Herzens. Noch so ein Geheimnis. Ich habe einen Teil von... Es gab ein Feuer. Du kommst zu mir. Wo sind deine Eltern, kleiner Mann? Hey! Aus dem Weg! Lass mich durch! Mach Platz! Platz! Wer bist du? Hugo. Wo ist dein Zuhause? Ist es ein Geheimnis? Ja. Oh gut, ich mag Geheimnisse. Du bist also ganz allein? Nein, eigentlich nicht. Woher hast du das? Wieso passt mein Schlüssel in die Maschine deines Vaters? Hast du Lust auf ein Abenteuer? Haltet den Jungen, ergreift ihn! Er malt! Ich glaube, das ist eine Nachricht von meinem Vater. Das ist ein gefährlicher Ort, habt ihr verstanden? Seht euch vor. Das ist Neverland und Oz und die Schatzinsel alles zusammen. Willst du das wirklich tun? Wir werden Ärger bekommen. So ist das bei einem echten Abenteuer. Mein Leben hat mich gelehrt, ein Happy End gibt es nur in den Filmen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Hugo! Ja, Hugo Cabré, wir haben seinerzeit hier schon über den Film etwas schwadroniert, möchte ich fast sagen. Dir hat er ein bisschen besser gefallen als mir, aber so ganz vom Hocker gerissen hat er uns beide nicht. Ich persönlich war zutiefst enttäuscht sogar davon. Wow, so ja, schön. Ich fand ihn einfach nicht wirklich besonders gut. Also klar, rein optisch, audiovisuell hat er schon einiges auf dem Kasten. Auch der 3D-Effekt hat mir gut gefallen. Aber ansonsten war das für mich genauso eine Enttäuschung wie der mit Brad Pitt, wo er rückwärts altert. Wie heißt er? Unglaubliche Geschichte. Benjamin Button. Genau. Der war auch so. Der ging in die gleiche Richtung. War auch total gehypt, Oscar-mäßig und auch effektemäßig gut. Aber der hat mich emotional so kalt gelassen und irgendwie nicht wirklich berührt. Und ich fand den, ich bin da rausgegangen und wenn du mich jetzt schon fragst, ich hab schon wieder fast alles vergessen. Da war nichts, was hängen geblieben ist. Ja, also ich finde, was ich total nachvollziehen kann bei dem Film, ist das, was vielleicht auch die meisten Leute im Kino so gesehen haben. Denn der hat es, glaube ich, gerade mal geschafft, weltweit ungefähr seine Herstellungskosten wieder einzuspielen. Und das trotz Oscar-Bonus und Mega-Hype, Martin Scorsese und hast du nicht gesehen, und 3D. Und was da so quasi alles an Sachen zusammenkommt, dass man sagt, das wird ein Blockbuster. Das ist er eben nicht geworden. Und das könnte eben auch an dieser Story tatsächlich liegen. Ich finde, die Geschichte, die einem da verkauft wird, es basiert auf einem Kinderbuch, die ist letztendlich auch ziemlich dünn. Mhm. Es passiert halt nicht allzu viel. Und das war auch das, wo ich jetzt im Nachhinein auch sagen würde, ja genau, ich weiß zwar noch, worum es ging, um den kleinen jungen Hugo Cabré, der irgendwie als Waise im Bahnhof in Paris lebt und sich um die Wartung der Uhren kümmert und gleichzeitig eben versucht, das Erbe seines zu früh verstorbenen Vaters, nämlich so einen mechanischen Menschen, wieder zum Leben zu erwecken und gleichzeitig Freundschaft und Beziehung aufbaut zu anderen Leuten, die im Bahnhof wohnen. Bis dahin ist der auch eigentlich ganz gut, der Film. So die erste Dreiviertelstunde ist durchaus auch gefällig. Ja, also die ganze erste Szene fand ich zum Beispiel super. Ja. Das war wieder auch so Martin Scorsese vom Feinsten, der es ja versteht, wie kaum jemand anderes so scheinbar ohne Schnitt oder oftmals auch wirklich in einer Einstellung so einem so ein Setting zu präsentieren. Ob jetzt bei Gangs of New York oder in Casino, so diese rauschhaften
Sequenzen, die mir so zeigen, was ist der Ort, was gibt es da, Goodfellas, genau, ist halt auch da, diese Fahrt durch den Pariser Bahnhof, wo alle zentralen Figuren dir schon gezeigt werden. Das Ganze ist so unfassbar opulent ausgestattet. Also das sieht teilweise vielleicht auch ein bisschen dadurch vielleicht auch künstlich aus, aber stört mich nicht. Also die Bauten sind toll, die Kostüme, das hat alles so eine tolle Anordnung, also sieht einfach großartig aus. Das stimmt. Genau. Und da dachte ich dann, oh, boah, dieser Film hat das richtige Zeug zum Knaller. Aber storymäßig und auch eben so mitreißendstechnisch bleibt er dann leider so ein bisschen aus der Strecke und kann so aus diesen Schauwerten, dem Audiovisuellen, irgendwie dann nicht so richtig Kapital schlagen, nämlich einen so mitzureißen. Es geht ja dann letztendlich auch weniger um den Jungen, sondern um Ben Kingsley und seinen Traum vom Film. Im Prinzip ist es ja auch so ein bisschen so eine Ode ans Kino, diese ganze Geschichte. Aber das hat für mich irgendwie alles nicht funktioniert. Es war für mich kein richtiger Kinderfilm, es war kein richtig ernstzunehmender Film für Erwachsene. Es war so ein halbgares Mischmasch, wo ich nicht genau wusste, was will der Film eigentlich, in welche Richtung. Er war weder richtig lustig, noch richtig traurig, noch richtig spannend. Er war halt so einfach da, hatte ein paar tolle Bilder, ein paar tolle Kostüme, auch dann später diese ganzen Theaterszenen da mit Ben Kingsley und so. Das war alles irgendwie, wo du sagst, ja, das ist alles schön und nett, aber unterm Strich irgendwie substanzlos und irgendwie für mich an keiner Stelle so, dass mich das besonders berührt hätte emotional. Also ich kann das akzeptieren, was da rein technisch und auch ja, wie ich schon gesagt habe, audiovisuell geleistet wird und auch sicherlich Martin Scorsese da handwerklich gut gemacht hat. Aber da ist nichts hängen geblieben. Also für mich ein Film, der seinem Hype auf jeden Fall nicht gerecht geworden ist. Und mich wundert es auch nicht, dass der ein Kassenflop verhältnismäßig jetzt geworden ist. Also mag Leute geben, die den total schön und verzaubernd finden und alles, aber mich hat er nicht abgeholt. Ja, also sagen wir, das ist für mich auch wieder so ein Ding in Relation zur Erwartung. Bei Martin Scorsese, bei dieser Cast und bei allem, wo Leute schon mitgespielt haben, die hier mitspielen, also eben von Ben Kingsley über auch Borat, Sacha Baron Cohen und Chloe Grace Moretz, die Kleine aus Let Me In, die kleine Vampirdame aus dem Remake. Kick-Ass. Kick-Ass natürlich. Das ist schon toll und da unterm Strich, ja, vor allem, wenn man das Erzählerische nimmt, da enttäuscht er schon. Aber ich kann mich auch mal so auf Schauwerte ganz gut einlassen. Also mir hat es schon Spaß gemacht. Ich mochte auch diese also auch so vielleicht aus historischer Sicht, in Anführungsstrichen, diesen Georges Méliès, diesen Kinopionier aus Frankreich, den es ja eben wirklich gegeben hat und seine Filme. Das war schon charmant, diese aus heutiger Sicht natürlich hoffnungslos naiven Filmchen, die er gemacht hat, zu Hunderten. Der war nett, aber jetzt mal ganz ehrlich, Martin Scorsese, der Filme gemacht hat wie Goodfellas, wie Casino, wie Ein wilder Stier. Also das sind Filme, die Filmgeschichte geschrieben haben, die guckst du einmal und die haben sich in dein Gehirn gebrannt. Ja? Ich gebe dir auch vollkommen recht. Und dann sowas abzuliefern, dafür war es einfach zu belanglos. Tut mir leid. Ja, das kann man, belanglos ist vielleicht schon sehr, sehr böse, aber ich glaube, in die Richtung kann ich es nachvollziehen. Ja. Aber ihr könnt euch natürlich auch selber ein Bild davon machen, denn wir verlosen diesen Film, haben ihn dreimal für euch in dieser wunderbaren Edition. Da ist sowohl die 3D-Version drauf, als auch die normale Blu-ray, als auch die DVD. Also quasi für jede Player-Variante genau das Richtige dabei. Schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort Hugo Cabret an die eingeblendete Adresse und dann wird das Los entscheiden.